Ja, hallo liebe YouTube-Gemeinde. Ich habe soeben Zahlen aus dem Internet vom Fokus-Magazin gesehen und diese Zahlen haben mich veranlasst, jetzt dieses Video zu drehen. Wir haben ungefähr etwas mehr als 80 Millionen Menschen hier in Deutschland und von diesen 80 Millionen sind weniger als die Hälfte, nämlich genau 37,7 Millionen, überhaupt erwerbstätig, also weniger als 50%. Das ist ja schon mal eine Zahl, die einen zum Nachdenken anregt. Von diesen 37,7% Erwerbstätigen sind nur etwa 10%, nein 11%, Entschuldigung, überhaupt selbstständig. Und ein großer Teil der Selbstständigen lebt ja nun nicht gerade in Saus und Braus. Man sagt ja auch selbst und ständig. Ja. Es sind also nur wenige von den Selbstständigen oder Unternehmern unter diesen 4 Millionen ungefähr, überhaupt wirklich richtig erfolgreich. So, wenn man dann noch betrachtet, dass wir 13,6 Millionen Menschen in Deutschland haben, die Rente und Altersruhegehälter beziehen, dann versteht man vielleicht, warum es hier so ein Ungleichgewicht gibt in Deutschland. Die anderen 30 Millionen Menschen sind Kinder, Schüler, Azubis, Studenten, Obdachlose und Hartz-IV-Empfänger, die in dieser Statistik als Erwerbstätige logischerweise nicht auftauchen. Und das ist jetzt auf meinem Spickzettel hier das, was ich eigentlich vermitteln will. Nur 1% der Erwerbstätigen, nur 1% verdient mehr als 10.000 Euro netto im Monat. Und diese gehören zu den sogenannten Spitzenverdienern. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Was bedeutet das? Was bedeutet das, wenn man 10.000 Euro im Monat netto verdient, dann verdient man 120.000 Euro netto im Monat nach Abzug seiner Steuern. Wenn man weiß, dass man hier in Deutschland 42% bei dem Höchstsatz an Steuern zahlt, braucht man nicht lange rechnen. Die Grenze ist 170.000 zu versteuerndes Einkommen, dann ab alles, was darüber geht, ist mindestens 72% reine Einkommensteuer, nur die Einkommensteuer, okay? Wir Unternehmer zahlen ja noch wesentlich mehr als nur die Einkommensteuer. Wir müssen also 200.000 Euro erwirtschaften im Jahr, wir müssen viel mehr erwirtschaften, sondern wenn man über 10.000 Euro, wollte ich sagen, einen Monat verdienen will, muss man ein Nachsteuern 200.000 Euro unterm Strich überbleiben. Dann bleiben einem etwas mehr als 10.000 netto übrig, nach Abzug aller Steuern. Das muss man sich erstmal klar machen. Um 200.000 Euro zu produzieren, um sie zu versteuern, so Pi mal Daumen als Dienstleister, ja, mit ein paar Angestellten, mit Lieferanten, die so ein paar Sachen bezahlen, Büro, Miete und die Autos, die fahren und so weiter, alle Kosten, die man so hat. Nehmen wir mal an, wir müssen ungefähr 300.000 Euro an Nettoumsatz erschaffen als Unternehmer, ja, von denen man die Kosten abzieht, dann hat man ungefähr 200.000 in diesem Rechenbeispiel. Und wenn man das versteuert, hat man 10.000 Euro netto im Monat. Schon Wallace D. Wattles in The Science of Getting Rich in dem kleinen grünen Buch sah, warum haben denn nicht alle Familien ein White House? Das ist ein Amerikaner, ein berühmter Autor, der gesagt hat, schon damals gesagt hat, um die Jahrhundertwende 1903, glaube ich, 1904, als das Buch herauskam, warum hat nicht jede Familie ein weißes Haus? Eine große Villa, ja? So ist das gemeint. 10.000 Euro netto im Monat ist angemessen für ein vernünftiges, ordentliches Leben. Und ich finde, das müssen mehr sein als 1%. Und das soll mein Beitrag an dieser Gesellschaft sein, multiple Einkommensquellen zu entwickeln und mehr als 10.000 Euro im Monat netto zu verdienen, um zu den sogenannten Spitzenverdienern zu gehören. Mein Name ist Thomas Kern und ich danke Ihnen. Tschüss.